Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Nachtvorlesung nachgefragt. In unserer wöchentlichen Internetsendung von Asklepios erfahren Sie immer das Allerneueste und das Allerwichtigste vor allen Dingen über eine bestimmte Krankheit, und zwar ganz einfach und anschaulich erklärt, sodass es wirklich jeder versteht. Heute soll es um das Thema Polyneuropathie gehen und ich begrüße auf meinem Sofa den Privatdozenten Dr. Christoph Terborg, Chefarzt der Neurologie in der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Guten Abend. Vielleicht zum Anfang einmal die Grundfrage: Was ist denn eine Polyneuropathie genau? Unter einer Polyneuropathie versteht man eine Erkrankung vieler Nerven, und zwar der Nerven, die vom Rückenmark in die Arme und in die Beine ziehen. Wenn es viele Nerven sind, bedeutet das auch viele Beschwerden, nehme ich an. Die Beschwerden sind äußerst vielfältig. Mhm. Und zwar gibt es zum einen sensible Störungen, also Störungen des Gefühls. Das kann sich äußern in Kribbeln oder Schmerzen. Es kann aber auch zu Taubheitsgefühlen kommen, und das geht so weit, dass man beispielsweise am Fuß überhaupt eine Verletzung gar nicht spürt. Mhm. Wenn zusätzlich motorische Nerven betroffen sind, motorisch bedeutet Nerven, die Muskeln versorgen, dann kann es sogar zu Lähmungen kommen und zu einem Muskelschwund. Seltener ist eine Betroffenheit von vegetativen Fasern. Mhm. Das bedeutet, dass die inneren Organe, die ja auch von Nerven versorgt werden, nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen. Das kann beispielsweise zu Blutdruckabfällen und dann auch mal zum Sturz mit Bewusstlosigkeit, also Ohnmacht, kommen. Viele verschiedene Auswirkungen. Wie diagnostizieren Sie diese Krankheit denn? Am Anfang der Diagnose steht immer ein ausführliches Gespräch mit dem Patienten. Mhm. Man fragt ihn, wie sich die Beschwerden entwickelt haben, und man fragt ihn auch, und das ist sehr wichtig, ob er Begleiterkrankungen hat, zum Beispiel ein Diabetes mellitus, einen erhöhten Blutzucker. Der führt häufig im Laufe der Jahre auch zu einer Polyneuropathie. Wichtig ist auch, dass man genau nachfragt, welche Medikamente eingenommen werden. Mhm. Es gibt eine Vielzahl von Medikamenten, die ihrerseits zu einer Polyneuropathie führen können. Wenn das der Fall ist, muss man das Medikament absetzen oder wechseln. Mhm. Nach der ausführlichen Befragung, wir nennen das Anamnese, kommt der klinische Befund. Der umfasst eine Untersuchung aller wesentlichen Gehirnanteile der Gehirnnerven, der Kraft und auch der Sensibilität, und schließlich werden auch die Muskeleigenreflexe untersucht, die typischerweise bei einer Polyneuropathie schwach sind oder auch fehlen. Und so finden Sie dann raus, welche Nervenanteile alle im Körper gestört sind. Das ist richtig, ja. Mhm. Welche Ursachen gibt es denn für diese Erkrankung? Es gibt sehr vielfältige Ursachen. Häufige Ursachen sind eigentlich Stoffwechselstörungen, und zwar insbesondere der erhöhte Blutzucker, der Diabetes mellitus. Mhm. Etwa 30% aller Polyneuropathien ist auf einen Diabetes mellitus zurückzuführen. Was tun wir dann? Wir untersuchen den Blutzucker, wir untersuchen auch Werte im Blut, die eine längere Blutzuckerentgleisung anzeigen, und können damit feststellen, ob ein Patient vielleicht gar nicht wusste, dass er an einem Blutzucker leidet. Mhm. Wie sieht die Therapie aus, jetzt beispielsweise bei Diabetes mellitus als Ursache? Beim Diabetes mellitus wird man versuchen, den Blutzucker zu optimieren. Das kann idealerweise durch eine Körpergewichtsreduktion geschehen, aber dann müssen auch bestimmte Diäten eingehalten werden. Mhm. Es müssen manchmal Medikamente oder sogar Insulinspritzen angewandt werden. Aber das perfekt zu machen, ist die Aufgabe dann des Patienten. Mhm. Was gibt es sonst noch für Ursachen? Die zweithäufigste Ursache ist der Alkohol. Wir trinken ja gerne am Abend ein Gläschen Wein. Passiert, ja. Das ist ja auch nicht ungesund. Aber es gibt eine Vielzahl von Bundesbürgern, die zu viel trinken. Etwa 7 Millionen Menschen in Deutschland trinken etwa 40 Gramm Wein oder 40 Gramm Alkohol am Tag. Und das ist dann auch zu viel. Mhm. Wenn es dann zu viel wird, kann sich das in den Symptomen einer Polyneuropathie äußern, beispielsweise in dem Kribbeln an den Füßen und einem aufsteigenden Taubheitsgefühl. Und ich habe selbst einen jungen Menschen erlebt, der war Alkoholiker und der war nicht mehr in der Lage zu laufen, weil er auch schon Lähmungen hatte. Und kurioserweise, seine Eltern brachten ihm dann täglich das Bier ans Bett. Mhm. Aber die gute Nachricht ist, wer aufhört, hat eine sehr gute Chance, dass sämtliche Symptome sich zurückbilden. Das ist nicht leicht, aber es lohnt sich, das zu tun, um die Folgen dieser Nervenerkrankung dann auch wieder zu mindern bzw. ganz gesund zu werden.
Wie sieht es mit Infektionen aus? Die können ja auch eine Polyneuropathie auslösen, oder? Gerade jetzt im Frühjahr spielt es eine große Rolle. Sie alle kennen die Borrelieninfektion, die durch Zecken übertragen wird und die befällt regelmäßig das Nervensystem. Dabei kommt es zu Schmerzen, die bis in Arm und Bein ausstrahlen. Es kommt auch zu Missempfindungen, auch zu Lähmungen und es kann sogar zu einer Gesichtslähmung kommen. Wenn diese Patienten mit solchen Symptomen zu uns kommen, müssen wir das Nervenwasser untersuchen, den Liquor. Das ist eine für uns Routineuntersuchung, die aber ganz klar nachweisen kann, ob eine solche Borreliose vorliegt. Liegt sie vor, ist die Therapie relativ einfach. Wir führen eine Antibiotikatherapie für 2 bis 3 Wochen durch und danach sind in der Regel sämtliche Symptome behoben. Relativ einfach ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja noch weitere, ich würde sagen, einfach behandelbare Ursachen. Ich habe gelesen, zum Beispiel sowas relativ Einfaches wie Vitamin B12-Mangel kann fatale Folgen haben, können Sie aber auch leicht behandeln, oder? Ja, das ist völlig richtig. Es gibt Erkrankungen des Magens, die keine größeren Beschwerden machen, aber die auf Dauer dazu führen, dass das Vitamin B12 nicht in ausreichendem Maß ins Blut aufgenommen wird. Vitamin B12 ist aber für Nerven wichtig. Verliert der Körper Vitamin B12, kommt es über Monate und Jahre zu den Zeichen einer Polyneuropathie. Und diese Patienten haben vorwiegend Sensibilitätsstörungen und ein unsicheres Gangbild. Das sind auch Zeichen einer Polyneuropathie. Entdecken wir in den Blutuntersuchungen einen Vitamin B12-Mangel, kann man dann zurück auf den Magen schließen und das Vitamin B12 ersetzen. Dadurch bringt man die Erkrankung zum Stillstand oder zur Besserung. Gibt es eigentlich auch Krankheiten, die ähnliche Symptome haben wie diese, über die wir heute sprechen, aber die eventuell gar keine Polyneuropathie sind? Weil es äußert sich ja mit diversen Symptomen. Kann man da auch mal was verwechseln, selbst Sie als Experte? Das kann man leider. Das ist leider Realität. Es gibt einige Erkrankungen, die Polyneuropathien imitieren können. Wichtig sind beispielsweise Verengungen des Rückenmarkkanals. Die führen häufig auch zu einer Verletzung oder einer Störung der Nervenwurzeln, die vom Rückenmark zu den Extremitäten ziehen und die man von ihren Beschwerden erstmal gar nicht unterscheiden kann. Dazu muss man dann eine Untersuchung des Rückenmarkskanals machen, beispielsweise mittels Kernspin, und sieht dann die Bedrängung der Nervenwurzeln. Hat man das, ist die Therapie natürlich keine weitere Suche nach einer Polyneuropathie, sondern möglicherweise eine Operation. Es gibt dann auch das doch weit verbreitete Syndrom der unruhigen Beine. Das bedeutet, dass Menschen, gerade wenn sie ruhig liegen, plötzlich einen Bewegungsdrang der Beine fühlen. Die Beine schmerzen und sobald sie die Beine bewegen, sind die Beschwerden rückläufig. Und diese Beschwerden können sonst ohne weitere Ursache sein. Man findet sie aber auch häufig bei Schwangeren, man findet sie auch bei Eisenmangel, bei Nierenschwäche und auch bei Polyneuropathien. Wenn man dieses Krankheitsbild vorliegen hat, ist eine relativ einfache Medikamentengabe mit einem Parkinson-Medikament erfolgreich. Diese Patienten können wieder durchschlafen. Das ist äußerst störend, wenn sie es nicht können, aber es ist sehr, sehr gut behandelbar. Von den unruhigen Beinen würde ich gerne noch mal zu den unruhigen Händen kommen. Ab und an kennt man auch so ein Kribbeln in den Händen. Kann das auch Polyneuropathie sein? Das ist möglich, aber viel häufiger ist eine andere Ursache dieser Beschwerden, nämlich eine Einengung eines Armnervens in einem engen Kanal am Handgelenk. Das führt zum sogenannten Karpaltunnelsyndrom und diese Patienten können auch nachts schlecht schlafen, weil sie Schmerzen in Hand und Arm haben, ein Kribbeln in den ersten 3 Fingern, Daumen, Zeige und Mittelfinger und schließlich auch einer leichten Lähmung des Daumens. Das hat eine andere Ursache, die ebenfalls leicht, ob durch eine Operation, die sehr einfach ist, behoben werden kann. Was für Therapien können denn unabhängig von den diversen Ursachen gemacht werden? Also gibt es allgemeine Therapien auch gegen die Erkrankung oder für die Erkrankung? Ja, die gibt es. Und zwar kann man Schmerzen mit Schmerzmitteln und auch mit Medikamenten behandeln, die gegen Epilepsie ebenfalls wirksam sind, aber auch die Schmerzen einer Polyneuropathie bekämpfen. Oder denken Sie an die
Beinkrämpfe, die häufig auftreten, auch im Rahmen einer Polyneuropathie, die sehr unangenehm sein können, da hilft nicht nur Magnesium, da gibt es auch spezielle Medikamente, die Nervenzellen stabilisieren und dort dadurch zu weniger Krämpfen führen. Wann ist denn eine ambulante Behandlung der Polyneuropathie ausreichend oder wann muss man gegebenenfalls auch stationär aufgenommen werden? Man sollte zunächst immer erst zum ambulanten, zum niedergelassenen Neurologen gehen, um die Polyneuropathie festzustellen. Aber wenn die Ursache dort nicht erkannt wird, dann sollte man auch eine stationäre Diagnostik durchführen, um die Nervenwasseruntersuchung machen zu lassen. Und in seltenen Fällen ist es auch erforderlich bei ausgeprägten Polyneuropathien, dass man eine Biopsie durchführt eines Nerven oder eines Muskels, um dann seltene Ursachen herauszubekommen und dann auch behandeln zu können. Wie sieht es dann aus mit der Heilungschance? Also wir haben eben schon gehört, was für umfassende Beschwerden es gibt und wie doll die Lebensqualität auch beeinträchtigt werden kann. Kann man sagen, Polyneuropathie ist generell heilbar oder wie steht es da mit den Chancen? Die Chancen sind eigentlich nicht schlecht. Etwa 80-85% aller Polyneuropathien kann man ursächlich klären und nur wenn man die Ursache geklärt hat, kann man eine spezifische Therapie auch beginnen. Nur 15% werden nicht erkannt, trotz aller Untersuchungen, die man durchführt. Aber grundsätzlich gilt, es ist in der Regel eine behandelbare Erkrankung. Ist das denn eine Dauerbehandlung, der man sich unterziehen muss oder geht es relativ schnell, wenn man die Ursache einmal erkannt hat, dass man die Symptome dann auch wegbekommt? Das hängt von der Ursache ab. Es gibt als eine mögliche Ursache beispielsweise eine Entzündung von Nerven, die autoimmunologisch erfolgt. Und haben Patienten eine solche Ursache, hilft beispielsweise eine vorübergehende Behandlung mit Cortison. Sehr gut. Das ist aber keine lebenslange Therapie, sondern diese Therapie kann dann nach Monaten wieder abgesetzt werden. Es gibt aber auch, ich sagte es eben schon, Vitaminmangelzustände. Der ist anhaltend, wenn er nicht weiter ausgeglichen wird und das bedeutet eine lebenslange Therapie. Ja. Das heißt, wenn man eines oder mehrere der Symptome verspürt, über die wir anfangs sprachen, zum Neurologen einfach mal gehen, sich durchchecken lassen und wenn es aber nach wie vor Symptome gibt, auch ruhig ins Krankenhaus gehen. Ja. Jetzt für unsere Zuschauer, was die wohl machen können. Das Wichtigste ist, dass man seine Symptome ernst nimmt, zum Hausarzt geht, sich dann zum Neurologen überweisen lässt und darauf dringt, dass einmal eine vernünftige, umfassende Diagnostik und eventuell auch stationär durchgeführt wird. Wenn man dann die Ursache hat, ist die Therapie in der Regel durch den Hausarzt durchzuführen, aber man sollte seine Beschwerden so ernst nehmen, dass man auch wirklich alle Untersuchungen machen lässt. Und sich, wie bei vielen anderen Krankheiten, auch mal überprüfen, ob man nicht vielleicht doch das ein oder andere Gläschen zu viel sich genehmigt. Nicht wahr? Das kann doch eigentlich nie schaden, oder? Ein Gläschen ist sicher in Ordnung. Wenn es aber 5 oder 6 oder noch mehr Gläschen sind, sollte man das sich nochmal genau überlegen. Nicht nur wegen Polyneuropathien, sondern auch wegen vielen anderen Problemen, die man damit bekommt. Und sich nicht von den Eltern das Bier ans Bett bringen lassen dann auch noch. Herr Dr. Terborg, vielen herzlichen Dank für die ganzen Informationen. Sehr gerne. Ihnen auch, liebe Zuschauer, vielen Dank für das Interesse. Ich hoffe, Sie haben einiges dazugelernt und ich hoffe auch, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Dann gibt es natürlich eine neue Ausgabe Nachtvorlesung nachgefragt. Auch dann gibt es wieder das Wichtigste zu einem medizinischen Thema ganz einfach und anschaulich erklärt. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder und bis dahin empfehle ich Ihnen wie immer einen Klick auf unsere Internetseite, die lautet www.asklepios.com/nachtvorlesungen. Da gibt es alle Sendungen, die wir bisher für Sie aufgezeichnet haben, können Sie sich einfach mal ein Grundwissen in Medizin verschaffen, indem Sie sich alle anschauen. Und Sie können auch sehen, wann und wo und zu welchem Thema es in der nächsten Zeit eine hanseatische Nachtvorlesung gibt. Und wenn Sie Lust haben, dort vorbeizuschauen, können Sie sich im Internet auch gleich dafür anmelden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss.